Moin moin Leute, heute geht es in Call of Duty World War 2 um das vierte DLC-Pack der Shadow War. Heute werden wir uns den Trailer angucken und auch ein bisschen darüber sprechen. Also Leute, bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Trailer und let's go! All turret gunner inbound! Jo Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Trailer. Wir lassen ihn einfach nochmal doppelt laufen. Ich denke mal, doppelt hält besser. Alle Informationen natürlich nochmal mit drin in der Videobeschreibung. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar coole Features hier bekommen für das DLC Pack 4. Natürlich hier erstmal vorab drei neue Multiplayer Maps, wie wir es ja kennen von den DLC Packs. Erstmal Airship, Luftlandeplatz für die Zeppeline im Gebirge, total verschneit. Und auch richtig coole Gunfights sind hier möglich. Ich denke mal, die Map wird sehr interessant werden. Natürlich auch Excavation oder auch Ausgrabung. Interessante Map wird hier jetzt auch natürlich nochmal eingeblendet. Ich denke mal, das wird auch sehr interessant werden für Nahkämpfer, denn wir haben viele verbunkerte Winkel, wo wir hier echt mal richtig geil flankieren können. Und eine Minenausgrabungsstelle, auch mal eine coole Map-Idee. Natürlich auch noch das Kanzleramt darf nicht fehlen, das ist auch eine der neuen Maps. Ich denke mal, es wird auch sehr interessant werden, hatten wir auch noch nie hier in Call of Duty. Erinnert mich aber leicht an Krieg Operation Husky oder halt an Monte Cassino. Natürlich ein weiteres Kapitel bei Krieg darf nicht fehlen, nämlich Arcane ist nochmal eine neue Kriegsmap. Wird auch in jedem Moment nochmal eingeblendet. Ich denke mal, Krieg wird auch sehr interessant werden, denn wir haben spezielle Waffenfähigkeiten, Wunderwaffen und vieles, vieles mehr. Erinnert leicht hier an den ganzen Events, die wir momentan haben, Attack of the Undead mit der Tesla-Kanone. Da haben wir noch irgendwelche Tränke und drum und dran, was wir verwenden können. Wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Außerdem natürlich noch eine weitere Geschichte von dem Zombie-Mode. Ich denke mal, darauf haben auch viele Leute gewartet. Aber der Vorteil auf jeden Fall, wenn ihr den Saison-Pass habt, können alle Freunde mitspielen. Bedeutet, ihr müsst euch nicht die Erweiterung unbedingt kaufen. Wenn ein Kollege den Saison-Pass hat, kann jeder teilnehmen. Bedeutet, Zombie-Mode kann man jetzt hier mit jedem Kollegen hier spielen. Nur einer muss die DLC-Packs haben. Finde ich eine richtig gute Idee, weil dadurch findet man leichte Lobbys. Man hat auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Und eine richtig gute Idee hier von Call of Duty. Ich hoffe mal, die lassen das auch hier drin und machen das vielleicht auch im BO4 rein. Also ich denke mal, kurz und knapp hier den Trailer zusammengefasst in circa 5 Minuten. Ich denke mal, einige Informationen werden wir noch bekommen. Werden natürlich alles nochmal in die Videobeschreibung reinschreiben. Lasst mir auf jeden Fall euer Feedback da. Wie findet ihr den Trailer? Was habt ihr hier gut gefunden? Und freut euch natürlich auf die Maps. Schreibt es mir gerne rein, lasst gerne eine Bewertung da. Und natürlich, liebe Grüße an die ganze Community. Macht's weiter, gut hin, was auch immer. Ja, das war's. Ja, okay, gut. Das Ende ein bisschen verkackt, ich lasse es einfach drin. Macht's gut und haut rein.